Hallo und willkommen zu unserem Live-Talk aus einem aktuellen Anlass natürlich, denn an den Börsen gehen die Kurse runter. Ist das schon Panik, was wir gerade an den Märkten sehen, oder ist das noch halbwegs normal? Auch Fakt ist, nach der angekündigten Zinserhöhung der EZB und den jüngsten Inflationsdaten aus den USA rauschen die Kurse nach unten. Wie schlimm wird es? Was kann ich jetzt am besten mit meinem Geld machen? Darüber will ich reden mit Gerald Höhan und eigentlich auch Florian Homm. Der allerdings hat gerade noch eine Autopanne, wie ich gehört habe. Ich hoffe, er schaltet sich später dazu. Deswegen, wir fangen schon mal an mit Investmentbank Gerald Höhan. Hallo Gerald, schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo. Es wird natürlich heute nicht nur um Aktien gehen, sondern natürlich, wenn Gerald Höhan dabei ist, auch um Immobilien und Kryptowährungen. Ihr könnt natürlich gerne mitdiskutieren und hier im Chat eure Fragen stellen. Gerald, fangen wir an mit der Lage an den Märkten. Es geht ja seit Donnerstag eigentlich richtig nach unten. Ist das ein Absturz wie jeder andere, wie wir ihn schon ein paar Mal in den letzten Jahren an der Börse gesehen haben? Ja, es ist eine starke Börsenkorrektur und auch an den Kryptomärkten gibt es eine sehr saftige Korrektur, auch auf fairerweise auf den Anleihenmärkten, die darf man auch nicht unterschätzen. Griechenland, Zinsen sind wieder auf 10 Jahre Anleihe auf 4,5%. Bei der deutschen Bundesanleihe sind wir sogar wieder auf 1,5%, bei der italienischen 10-Jahres-Anleihe auf 3,75%, der 10-Jahres-Swap-Satz ist bei 2,2%. Das heißt, es gibt eine neue Bewertung von Vermögenswerten und die jetzige Situation ist nicht ganz unheikel, weil wir eben einerseits starke Inflation haben, ja, die Zinsen bereits am Minimum sind und starke geopolitische Risiken und Supply Chain Problems und Corona und alles, was noch dazugehört. Aber es, sagen wir es mal so, ich habe es gestern in meinem Live-Chat wie folgt formuliert. Die Zentralbanken fahren mit hoher Geschwindigkeit auf einer sehr eisigen Autobahn mit einem Auto ohne Allrad. Und rechts und links gibt es zwei Abgründe. Und der eine Abgrund links bedeutet, dass wir kein Soft Landing haben. Das heißt, dass die Zinserhöhungen, die die Zentralbank aufgrund der starken Inflation macht, dazu führt, dass wir eine Rezession haben, gepaart mit einer Implosion der Finanzmärkte. Ja? Dann ist bei den Kursen noch sehr viel Potenzial nach unten, um es sehr freundlich zu formulieren. Das wäre eine sehr schlimme Situation, könnte auch zu einer Deflation führen oder zu einer Starkflation, in beiden Fällen eine mittlere Katastrophe. Auf der rechten Seite ist der Abgrund, dass die Inflation nicht bei 10% bleibt, sondern den Weltwährungen auf 30-50% geht und das Vertrauen in die Weltwährungen verloren geht, wenn die Zentralbanken weiter drucken. Und was die Zentralbanken, insbesondere die Fed, versuchen, ist eben, das Auto über diese eisige Autobahn so zu steuern, dass die Wirtschaft nicht kollabiert und die Finanzmärkte nicht kollabieren, und auf der anderen Seite die Inflation nicht völlig aus dem Ruder gerät. Und gleichzeitig haben wir, wie gesagt, noch geopolitische Risiken. Es wird ja nicht nur in Russland und der Ukraine und in Europa, nehmen wir es mal, Krieg in der Ukraine mit Waffen, in Europa mit Worten geführt, sondern auch in Asien mit Worten derzeit noch, aber man weiß nicht, wohin das führt. Ja, es gibt tatsächlich Themen, wie das eben es eine Warenknappheit und eine Mangelwirtschaft derzeit gibt. Also es sind ein wilder Mix. Aber so wie immer heißt es, beware auf the Fed. Und je nachdem, was die Fed macht, werden sich die Märkte weiter entwickeln. Aber nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ist das ein Crash, wie wir ihn schon ein paar Mal in den letzten Jahren gesehen haben? Oder du bist ja auch schon seit einigen Jahren an den Märkten dabei. Oder ist es diesmal anders? Wie gesagt, was anders ist, sind die geopolitischen Risiken. Ja. Das ist ein sehr wesentliches Thema und nämlich, dass wir tatsächlich einen realen Krieg haben, der sehr hart ist, mit einer Supermacht. Und bis jetzt ist es nichts Neues. Ich meine, auch 2008 sind die Märkte kollabiert, 2000 sind die Märkte kollabiert, in den 70er Jahren sind die Märkte kollabiert, Anfang der 90er Jahre sind sie kollabiert, also so neu ist das nicht. Ja, aber es gibt, wie gesagt, diese zwei Abgründe, die in beiden Fällen Uncharted Territory werden können. Ja? Genau. Hier und Uncharted Territory heißt, dann wird's ungemütlich. Das, was man jetzt sieht, ist halt eine Korrektur der Märkte, die ja durch das billige Geld und die Nullzinsen völlig überbewertet waren.
ist jetzt eine Korrektur auf wieder andere Levels. Und natürlich, da alles mit sehr viel mit Schulden gemacht wurde, führt das offensichtlich dazu, dass natürlich jetzt ein sogenanntes Deleveraging stattfindet und das beschleunigt etwas den Kursverlust. Aber am Ende hängt es davon ab, wie lange schaut die Fed zu? Die Fed kann am Ende, wie sie 2008 hat sie gelöst, indem sie 1.000 Milliarden gedruckt hat. 2000 hat sie auch gelöst durch Gelddrucken. Ja? Hier haben wir auch schon direkt, genau, das ist halt auch eine Frage hier direkt aus dem von den Zuschauern. Wie lange kann die Fed die Zinsen noch erhöhen oder ab wann wird der Rückwärtsgang eingelegt? Die Fed wird ja mit Sicherheit auch im Blick haben, was da gerade an den Märkten passiert. Ich hatte letztens die Zahl gelesen, dass die Amerikaner 44 Billionen Dollar in Wertpapieren für ihre Rente angelegt haben. Aber noch einmal. Ich glaube, dass die Fed noch weiter die Zinsen derzeit anheben wird. Ich bin kein Hellseher. Ja? In Amerika gibt es nach wie vor Vollbeschäftigung und einen Mangel an Arbeitskräften. Ja? Solange das der Fall ist, glaube ich, wird die Fed diesen harten Kurs derzeit steuern. Ja? Ich meine, ich schaue nicht in sie hinein. Ich glaube, das wissen sie selbst noch nicht genau, was sie tun. Ja? Aber natürlich kann es auch irgendwann sein, dass sie kalte Füße bekommen. Auch die Banken sind heute stabiler als beispielsweise 2008. Aber das kann sich natürlich immer schnell ändern, je nachdem, wie stark sich die Lawine entlädt. Ja, also es gibt in der Geschichte mehrere Beispiele. Also China hat die Zinsen jetzt wieder gesenkt. Also China hat ja durch sehr restriktive Maßnahmen, beginnend mit eben, dass sie auf einen Tech-Crackdown, dass sie die ganzen Tech-Firmen zu Tode reguliert haben, dass sie den Immobilienmarkt eingeschränkt haben und die Lending-Policies verschärft haben und auch die Zinssätze etwas angehoben haben, haben sie die Wirtschaft jetzt auch kombiniert noch mit Corona in den Rückwärtsgang eingelegt. Dann haben irgendwie die kalte Füße bekommen und haben gesagt, wir lockern es jetzt wieder, weil sonst kollabiert uns die Wirtschaft, durchaus berechtigt. Ende der 70er Jahre hat der Volcker von der Zentralbank, der Paul Volcker, eine andere Politik gefahren, der hat einfach gesagt, wir müssen die Inflation im Griff bekommen. Das war der zweite Ölpreisschock 1979 und da war die Message, ja, wir fahren Kurs, wir haben 20% oder was, oder 15% waren damals die Zinsen. Es war eine schwere Rezession, also 20% Arbeitslosigkeit, massiver Wirtschaftsrückgang, massive Kriminalität auf den Straßen, ja, massive Verarmung. Aber nachher ist der Ronald Reagan gekommen und dann ist nämlich eine Boomphase eingeleitet worden. Und wie die Fed reagiert, glaube ich, weiß sie selbst noch nicht ganz. Ja, das, was wir halt haben, ist, dass wir sehr hohe Schuldenstände in verschiedenen Bereichen haben, unter anderem eben auch in den USA, in Deutschland, in Österreich und in vielen anderen Märkten bei Immobilien, ja, auch bei den Aktienmärkten und ähnliches. Das heißt, dieses Deleveraging, ab einem gewissen Zeitpunkt geht das dann wie eine Lawine los. Ja. Aber es gibt mehrere Strategien, das zu fahren und das, am Ende ist das eine politische Entscheidung, die ja auch noch durch die geopolitischen Krisen noch dazu nicht erleichtert wird. Genau, du sprachst die 70er Jahre an. Das ist ja so die Parallele, die man jetzt zu der heutigen Situation zieht. Auch eher eine Stagflation, hohe Teuerungsraten. Und da hat halt, wie du gesagt hast, Paul Volcker massiv die Zinsen erhöht, um diese Inflationswelle zu brechen. Nur der Unterschied zu den 70er Jahren und heute ist, dass damals halt eben die Staatsverschuldung nicht bei 100% des BIPs und höher lag. Ja, das war sicherlich eine signifikante Gefahr ist, wenn man eine Deflation bekommt. Wenn der Schock so groß ist, dass die Wirtschaft massiv kollabiert und wir plötzlich eine Deflation haben. Das heißt, die Preise fallen. Weil nachher kann man die Schulden nicht mehr bezahlen. Und dann können Staaten, Unternehmen und Privatleute ihre Schulden, die sehr hoch sind, nicht mehr bedienen. Und dann schrumpft auch die Wirtschaft. Dann wird das sehr, sehr schwer. Aber natürlich kann die Zentralbank dann wieder hergehen und sagen, okay, wir lockern und wir drucken wieder Geld. Das kann sie auch sehr schnell machen. Und Beispiel China, es ist auch passiert. Ja, ja du sprichst China an. In Japan, da steht ja auch noch die Bank of Japan voll auf dem Gaspedal. Die machen ja auch überhaupt nichts Richtung restriktive Geldpolitik. Die pumpen ja auch weiter Geld in die Märkte rein, um halt eben die Währung weil sie halt eben da nicht aus dieser Falle rauskommen. Die müssen ja auch irgendwie die Zinsen niedrig halten bei der hohen Verschuldung. Generell, glaube ich, ist meine Einschätzung, dass man tendenziell eher den inflationären Weg geht, weil der inflationäre Weg führt zwar für eine schleichende Enteignung von der Mehrheit der Bevölkerung und auch der Verarmung, aber es merkt nicht jeder und gleichzeitig kann man natürlich auch die Schuldenproblematik dadurch lösen.
Also das ist meine Einschätzung. Nur es besteht natürlich eine reale Gefahr, wenn die Inflation so stark aus dem Ruder gerät, dass wir türkische Verhältnisse haben. In der Türkei ist wohlgemerkt die Inflation bei 73%, offiziell faktisch bei 100%. Und das in der Weltwährung passiert, dann gehen wir tatsächlich in etwas uncharted territory. Also es gibt schon ein paar Faktoren, die heute neu sind. Ja? Nämlich einerseits eben, die Welt kommt gerade aus einer Pandemie und hat jetzt doch einen Konflikt mit einer Supermacht. Also das ist nicht ganz ohne, mit Drohungen von Atomkrieg und Ähnliches. Es wird weltweit gezündelt, zumindest kriegerisch. Das heißt noch nicht, dass das passiert, aber diese Situationen sind doch auch in der Geschichte nicht so häufig zu sehen. Und das Dritte ist eben, dass weltweit alle Währungen derzeit entwertet werden. Das heißt, es gibt so fast keinen Safe Haven mehr vielleicht, außer das Gold. Ja, hier wird immer mal wieder im Chat auf den Schweizer Franken verwiesen. Weil witzigerweise in der Schweiz ist die Inflationsrate ja relativ niedrig. Die sind bei 2, irgendwas Prozent. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt in der Eurozone oder in den USA haben. Als Portfolio-Beimischung kann es Sinn machen, aber wie gesagt, auch die Schweiz wird sich den weltweiten Trend nicht ewig entziehen können. Haben die Notenbanken versagt, Gerald, dass wir jetzt in dieser Situation sind? Also die Notenbanken haben sicherlich die Inflation unterschätzt. Also das muss man lange Zeit sagen. Ich kann mich erinnern, ich war sogar mal mit einem Live-Chat mit einem Notenbanker, wie ich damals schon gesagt habe, wir haben 5, 6, 7% Inflation. Nein, das stimmt nicht. Und wir haben nur 3 und so weiter. Also ich glaube, das Thema wurde tatsächlich unterschätzt. Ja, es ist natürlich jetzt auch der Krieg dazu gekommen, der natürlich bei Nahrungsmitteln und Energie zu einem Preisschub geführt hat und auch bei den Transportwegen noch einmal. Plus der China-Lockdown, da beide Dinge waren damals auch noch nicht sichtbar. Und es war eine schwierige Entscheidung 2020. 2020 waren die Finanzmärkte von Kollaps und die Wirtschaft auch. Und durch eben das viele Gelddruck hat man das in Ordnung gebracht. Ich glaube, in den USA wurde etwas zu viel davon gedruckt, nämlich zusätzlich zu den ganzen Gelddruckorganen der Fed auch noch die Riesen, nennen wir es mal Government-Spending-Dinge vom Herrn Biden, die noch dazu geführt haben, dass es vielleicht überbordend war und zu einer Überhitzung der Märkte geführt hat. Ja? Aber im Nachhinein ist man klüger, muss man auch dazu sagen. Die Aufgabe der Notenbanken war keine leichte und ist jetzt noch eine schwierigere geworden. Ja? Und am Ende kann ich es nochmal, ich glaube, dieses Beispiel, dass man versucht, das Auto über die Autobahn zu fahren, mit den zwei Abgründen ist das, was die Notenbanken tun. Und das ist bei Weitem keine leichte Aufgabe. Heute ist Kauftag, schreibt Agent 2019. Stimmst du dem zu, Gerald? Vorsichtig. Der Markt hat noch nicht seinen Boden gefunden. Also es sind zwei Sachen. Also ich kaufe auch selektiv schon was dazu bei Aktien- und Kryptomärkten. Aber der Markt, es gibt noch keinen totalen, wo jeder sagt, Hilfe, 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 wo wirklich die absolute Verzweiflung zu lesen ist. Also das scheint noch nicht der Fall zu sein. Das heißt, man kann natürlich mit Ansparplänen sicherlich jetzt beginnen und gewisse Positionen in guten Quality Assets aufbauen. Aber man muss auch bereit sein, dass man nochmal 30-40% auf die jetzigen Kurse verlieren kann. Und bei Immobilien wäre ich derzeit auch sehr vorsichtig, weil dort hat die Neubewertung erst begonnen. In den anderen Märkten ist es ja schon eine Zeit lang im Gang. Speziell bei der Nasdaq und bei Kryptos. Genau. Und auch bei Anleihen fairerweise. Ja. Kryptos hier, ich zeige es mal, Bitcoin heute einer der großen Verlierer. Das geht 12% runter. Haben wir alle den Bitcoin falsch eingeschätzt? Ist das doch nicht so eine tolle Sache, so ein tolles Asset, wie wir alle dachten? Es kommt darauf an, auf welchen Zeitraum du das siehst. Ich glaube trotz allem, dass zumindest die großen Kryptowährungen den Ritterschlag bekommen haben durch die Ukraine-Krise, weil es ja die einzige Möglichkeit ist, im Falle einer, dass du schnell irgendwo abhauen musst, große Beträge in ein anderes Land zu bringen. Ja? Aber es ist tatsächlich ein volatiler Vermögenswert, ein sehr volatile Asset, wie man so schön sagt. Und es korreliert nicht unwesentlich mit Nasdaq-Aktien, also mit der Nasdaq. Auch in der Nasdaq sind ja viele Aktien schon ordentlich gefallen. Ich glaube, Amazon ist auch mittlerweile über 40% vom All-Time-High und sind wir in einem Monopolbetrieb. Und selbst die konservative Vonovia ist auch fast 50% vom All-Time-High. Also man sollte sich auch diesbezüglich, auch Aktien können volatil werden.
Ja. Hier einmal der Amazon-Chart zum Vergleich, da sind auch gut runtergekommen. Und hier auch mal kurz ein Blick auf die Vonovia. Das ist natürlich auch ein auch heute einer der großen Verlierer und aufs Jahr gesehen auch mit einem dicken Minus. Die standen mal im August bei 48, jetzt sind sie nur bei 30, also fast. Sie waren sogar noch mal, glaube ich, höher sogar, also was ich mich erinnern kann. Also es war sogar noch mal etwas höher. Ja, sie waren sogar mal hier bei 47. Na, da hinten waren sie noch ein bisschen, ja. Aber sie sind auch mittlerweile ordentlich auch hinunter. Genau, 40% würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, um das jetzt genau nachgerechnet zu haben. Also ja, da findet, wie du sagst, eine komplette Neubewertung statt, auch bei Immobilien natürlich. Der ganze Bestand wird wahrscheinlich jetzt zum neuen Zinssatz eingepreist irgendwie, neu abdiskontiert, und da fallen natürlich entsprechend die Preise runter. Ethereum, ist das für dich denn auch noch, auch einer der großen Verlierer der letzten Woche, ist das für dich denn auch noch was Vernünftiges? Und das ist ja auch, also Platz wie gesagt, auf die Blase. Ja, wie gesagt, wenn man jetzt Positionen aufbaut, beginnt, und das tue ich, ja, wird man, und das strukturiert in Ansparplänen oder beschleunigten Ansparplänen, wird man sicherlich in 5 oder 7 Jahren manche Preise lachen und sagen, hätte ich damals auch gekauft. Oder mit großer Wahrscheinlichkeit, 100%iger Wahrscheinlichkeit gibt es eh nicht. Ja. Während ich auch, wenn ich Bargeld habe, darf ich auch nicht vergessen, da verliere ich in 10 Jahren circa 2/3 meiner Kaufkraft. Ja. Ja, einmal der Ethereum-Chart, also der war noch im November bei 4.500, jetzt ist er bei 1.200, also mal ungefähr 75%. Ja, ungefähr gedrückt. 70%, ja. Also es ist, wie gesagt, es ist noch kein Ende in Sicht, muss man dazu sagen, aber es ist sicherlich bei guten Assets kann man beginnen, sich hineinzuwagen langsam. Das tue ich zumindest, ja. Aufsammeln, aber nicht alles auf einmal und Geduld haben. Genau, bei Immobilien, und bei Immobilien bitte, der Markt dauert länger als andere Märkte. Ja? Bis der sich beruhigt hat, meinst du? Ja, bis der dreht, das dauert, weil jetzt wollen die Verkäufer noch zu viel und die Käufer zahlen es nicht mehr, da können es nicht mehr zahlen. Das heißt, da haben wir also noch nicht den Boden gesehen bei Immobilien? Oder wir haben noch nirgendwo den Boden gesehen, der Boden ist noch nicht da. Was glaubst du, wie der Staat jetzt in dieser Situation reagiert? Der ist ja schon seit der Corona-Pandemie auf dem Vormarsch gewesen. Die hohe Inflation ruft ihn jetzt wieder auf den Plan. Wir haben es ja schon in Deutschland gesehen mit dem Tankrabatt zum Beispiel, wo er versucht einzugreifen. Und es gibt halt die Forderungen nach der Übergewinnsteuer für Immobilien, für Energiekonzerne und so weiter. Erleben wir gerade den Abschied von der Marktwirtschaft? Wir haben bereits Staatskapitalismus. Das haben wir bereits seit Corona definitiv, dass immer mehr jetzt Notenbank und der Staat entscheiden, wer was bekommt und zu welchen Bedingungen und wem man was wegnimmt und wer überlebt, wer scheitert, wer Finanzhilfen bekommt, wer nicht, welche Unternehmensanleihen gekauft werden, welche nicht. Also wir sind bereits in einer Form des Staatskapitalismus. Und der wird sich noch verschärfen. Also die Regulierungswut der Staaten wird zunehmen. Ja, es kann auch durchaus sein, dass es Preisbegrenzung oder andere Eingriffe des Staates gibt bei Energie, bei Lebensmittel, bei Mieten, ja, und Ähnliches. Das führt meistens dann zu einem umfangreichen Schwarzmarkt und zur Mangelwirtschaft. Ja, und das sieht man ja schon in Ansätzen, man sieht es auch in einigen Emerging Markets, wo es getan wurde. Ja, diese Eingriffe funktionieren selten, aber der Staat kann dann sagen, ja, wir haben was getan und es führt halt dann meistens zu wirtschaftlichen Turbulenzen. Also mit dem muss man rechnen. Also ich glaube, das größte Risiko, was du heute hast, und zwar was deine wirtschaftliche Gebarung betrifft, also dein Vermögen, deine Einkünfte, deine Freiheit und auch dein Leib und Leben, ist die Politik. Mit Abstand in allen 192 Ländern der Welt. In manchen mehr, in manchen weniger. Aber politische Dinge sind unplanbar und in allen Ländern gefährlichst. Weil wir auch heute doch Regierungen auf aller Welt wieder haben, die Richtung Krieg gehen und auch dort sehr viel Geld investieren in Militär und Verteidigung und Bomben und Panzer und Raketen. Da werden natürlich dann die Ressourcen der Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes verschwendet. Ja, und das ist schon etwas, wenn hier ein paar Verrückte dann
irgendwie Raketen beginnen zum Schießen und Krieg zu führen, das kann noch sehr unangenehme Auswirkungen haben. Da hier gerade die Frage kommt, wo ist Florian Homm? Ich hatte es zu Anfang gesagt, Florian hatte leider eine Autopanne gehabt. Wir versuchen, ihn noch irgendwie dazu zu holen per Telefon. Leider habe ich da kein Update. Ich hoffe noch, er wählt sich ein, damit wir auch noch seine Meinung zu dem Thema hören können. Denn das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Genau, Homm hat wohl eine Autopanne, der Spreewälder. Du hast es korrekt hast komplett recht. Also ich hoffe, da kriegen wir noch ein Update. So, ist das jetzt schon eine neue Weltwirtschaftskrise, fragt XXX. Nein, das ist es nicht. Wir haben derzeit nach wie vor eine boomende Wirtschaft. Das Einzige ist, wir haben jetzt mal eine Korrektur an den Finanzmärkten. Und an den Finanzmärkten, das kannst du ganz einfach verstehen. Von 2010 bis 2020, ja, sind die Zinsen von 5 auf 0, minus 0,5 in Europa gefallen und in Amerika von 5 auf 0. Und deswegen sind alle Vermögenspreise, Aktien, Anleihen, Immobilien, Beteiligungen, Kryptowährungen, alles, was gekauft hat, ist gestiegen. Das war logisch, weil das Goldgeld nichts mehr gekostet hat. Und gleichzeitig war die Inflation bei 2%, weil du eine Überflusswirtschaft hattest, wurde mehr Geld gedruckt und war die Nachfrage nach Autos höher, hat man Werk gebaut und mehr produziert. Hat man die Nachfrage nach Flugreisen mehr, hat man einfach mehr Flugzeuge produziert. Ja? Das heißt, es gab alles im Überfluss und gleichzeitig gab es großen technologischen Fortschritt und eine sehr produktive Phase der Wirtschaft und da war es sehr leicht, reich zu werden. Und in der jetzigen Lage der Wirtschaft und der Finanzmärkte geht es ins Gegenteil über. Das heißt, wir haben heute null oder fast null Zinsen, die jetzt erhöht werden. Wir haben fast 10% Inflation. Ja? Die Erträge auf die Vermögenswerte sind gering. Und die Vermögenswerte fallen daher. Das ist im Prinzip der Unterschied. Und gleichzeitig haben wir eine Mangelwirtschaft, was dazu führt, dass die Firmen zwar hohe Profite machen. Mangelwirtschaft bedeutet im Prinzip, dass Mercedes mit weniger Autos mehr Geld verdient und die Autos zuteilen kann und Tesla genauso und andere Firmen genauso. Und solange die hohe Nachfrage besteht, also solange die Mangelwirtschaft noch läuft, haben wir auch noch keine Rezession. Die Frage ist, sinkt irgendwann die Nachfrage? Und die Leute, es gibt nicht alles, was schlecht ist. Ja? Die Leute haben noch Geld aus den Corona-Hilfsgeldern. Die sind noch nicht alle ausgegeben. Also ich sehe derzeit noch nicht, dass wir in einer Weltwirtschaftskrise sein. Es könnte sich aber entwickeln, wenn der Crash auf den Finanzmärkten nicht aufhört. Also wenn das noch weiter kollabiert, wenn dann die Bauindustrie in Schwierigkeiten kommt, die Automobilindustrie und Ähnliches. Oder auch, wenn eben kriegerische Auseinandersetzungen sind oder es in Ländern zu Bürgerkrieg kommt, weil das ist auch etwas, was natürlich dann eine gröbere Unruhe stiften würde. Also zum Beispiel eine Taiwan-Invasion, dann gnade uns Gott. Du sparst gerade die hohe Nachfrage an, die es weiterhin gibt. Das ist natürlich die Frage, wie wir aus dieser Inflationsgeschichte rauskommen sollen, wenn weiter die Nachfrage hoch ist. Eigentlich müsste ja doch die Nachfrage sinken, damit auch die Preise wieder runterkommen. Ja, die starke Inflation jetzt ist auch bedingt nicht nur durch Corona, sondern eben durch den extremen China-Lockdown und durch die Nahrungsmittel-Energiepreismangel aufgrund der Russland-Sanktionen und aufgrund des Krieges in der Ukraine. Ja? Inflation von 8 oder 10% ist nicht unbedingt schlecht. Also, solange man die im Griff behält, weil dadurch natürlich auch die Schuldenproblematik gelöst wird. Also, damit kann man schon die Schuldenproblematik lösen. Die Gefahr ist nur, geht irgendwann die Inflation außer Kontrolle. Das ist die große Gefahr. Und je nachdem, eben die Zentralbank hat den Hebel in der Hand. Aber sie schleudert sie rechts und links. Genau, ja, die Zentralbank hat den Hebel in der Hand, wie du dazu, wer vielleicht am Anfang nicht dabei war, hat den Hebel in der Hand zu sagen, wie weit die Inflation fallen soll, indem man halt die Zinsen entsprechend erhöht oder ob man dann irgendwann sagt, okay, sind die anderen Risiken zu groß, also nehmen wir wieder ein bisschen den Fuß. Aber wir haben noch keine Weltwirtschaftskrise, wohlgemerkt. Ja? Es sind auch die Banken nicht pleite noch. Aber wie gesagt, es kann, wenn die Finanzmärkte weiterhin eine stark negative Entwicklung haben, kann es zu einer Wirtschaftskrise führen, zweifelsohne. Und eine sehr starke Zinserhöhung, wenn man muss auch dazu sagen, also wenn die Zinsen jetzt plötzlich, angenommen die EZB würde jetzt die Zinsen auf 3% plötzlich erhöhen, ja, das wäre, oder 4%, das wäre sehr schwierig dann.
Wie gefährlich siehst du denn die Rückkehr oder für wie groß hältst du denn die Gefahr einer Rückkehr der Schuldenkrise? Du hast das auch am Anfang angesprochen, dass Italien schon wieder deutlich höhere Zinsen zahlen muss. Die Spreads, die gehen wieder auseinander. Wie lange wird das die EZB laufen lassen, bevor sie wieder eingreift? Wie gesagt, die Gefahr ist real, wenn die Zinsen zu stark steigen, dann haben einige Länder ein Problem. Und wenn sie dann ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Noch einmal, die Szenarien einer Deflation und einer Wirtschaftskrise, das wäre sehr fatal, sage ich dazu. Oder auch einer Stagflation. Es kommt vor allem auf Folgendes an. Wenn die Zinsen viel geringer sind als die Inflation, ist das alles nicht so tragisch. Ja? Also wenn die Zinsen bei 3% sind, die Inflation bei 12%, ist das für die Finanzmärkte nicht weiter tragisch. Das ist für einen individuellen Bürger tragisch, weil er enteignet wird, aber die Finanzmärkte nicht. Ja? Wenn hingegen eben die Zinsen höher sind oder nahe an der Inflation, dann wird es womöglich relativ kritisch, weil nachher natürlich die Vermögenspreise, die Assetpreise alle fallen. Und die Schuldenkrise gibt es wohlgemerkt nicht nur bei Staaten. Ich darf auch daran erinnern, dass zu den höchst verschuldeten Unternehmen der Welt die Deutsche Telekom und einige große deutsche Automobilkonzerne gehören. In Amerika gibt es auch einige hoch verschuldet, in China auch. Ja. Aber auch dort spielt, ich meine, wenn du 200 Milliarden Schulden hast, ist 1% Zins 2 Milliarden. Das hängt nicht davon ab, wie lange du dich abgesichert hast, mit welchen Finanzierungslaufzeiten, aber auch dort droht dann irgendwann Ungemach. Das sind keine Peanuts-Beträge und deutsche Unternehmen sind teilweise sehr schuldenfinanziert. Hier nochmal ein Kommentar zur Politik. Die Regierung verdient sehr gut an unserem Inflationsleid, was künstlich erzeugt wurde. Das ist natürlich wahr, wenn die Nominallöhne steigen, die natürlich auch die Steuerlast steigt, obwohl ich mir nicht unbedingt mehr kaufen kann. Stichwort kalte Progression. Ja. Aber auch sie verdienen natürlich nur in nominellen Euros und nicht in, auch der Kaufkraft dieser Euros ist auch nicht höher. Auch der verliert die Kaufkraft. Sie haben ihre Schulden werden damit entwertet. Und fairerweise muss man auch dazu sagen, dass eben dieser Teil der Inflation vor allem herbeigeführt wurde auch durch den Krieg. Ja? Und fairerweise darf man, glaube ich, nicht der deutschen Bundesregierung die Schuld geben, dass Putin der Ukraine einmarschiert ist. Ja? Am Ende ist das ein amerikanisch und russisches Spiel. Ja. Ja. Buy Gold, schreibt Meto 2000. Bist du Goldfan? Ja, definitiv gehört ins Portfolio. Ich kaufe auch regelmäßig zu. Yes. Und Gold hat sich auch bis jetzt als einigermaßen stabil erachtet. Aber Hier nochmal eine Frage zum Thema Immobilien. Wie lange sollte man warten, bevor man eine Immobilie kauft? Will Mario das hängt Tastels. davon ab, wie dringend der Verkäufer Geld braucht. Also ich meine, und da musst du dich sehr gut auskennen. Ich meine, ich lehre das ja auch in meinen Programmen, wie man Immobilien kauft. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, ich kaufe 25, 30% unter Markt und die Immobilie ist gut und das rechnet sich mit der jetzigen Finanzierung, kann man schon machen. Ja? Immobilien sind immer auch eine recht individuelle Analyse. Aber zweifelsohne, ich will jetzt nicht auf Teufel komm raus Immobilien kaufen und ich wäre vor allem sehr vorsichtig, wenn ich jetzt einen Fix- und Flip-Deal machen will oder ein Bauträgergeschäft machen will. Diese zwei Dinge könnten, die führen immer dazu, solche Leute gehen in Marktkorrekturen immer pleite. Für Bestandshalter werden sich gute Möglichkeiten ergeben. Die können sich in 2 Monaten ergeben oder in 2 Jahren. Und da musst du dich sehr, sehr gut auskennen. Du musst die richtigen Lagen auswählen, du musst die richtigen energetischen Themen kennen, du musst die Finanzierung ordentlich strukturieren. Ja? Der Kaufpreis muss passen, du musst die Immobilie richtig bewerten, richtig verstehen. Also kauft sie ja nicht mit den Dreckslangen. Also ich darf bei allen Vermögenswerten noch einmal daran erinnern, jetzt ist ein gewisser Ausverkauf. Aber wenn man Dreck kauft, kann man auch auf die Schnauze fliegen, weil der kann Makulatur werden. Das gilt bei Kryptos ganz besonders, das gilt aber auch bei manchen Aktien und das gilt natürlich auch bei Immobilien. Bei Immobilien ist das Thema, dass beispielsweise, wenn jetzt die Leute sich die Miete nicht mehr leisten können, du hast in einem Markt einen hohen Leerstand, niedrige Quadratmetermieten, die Betriebskosten verdoppeln oder verdreifachen sich, dann führt das natürlich unweigerlich dazu, dass in solchen Märkten dann die Nettomiete um 50% sinken kann und dann die Immobilien in diesen schlechten Lagen Makulatur sind. Das heißt, ich kann nur eines sagen, ja, buy quality assets, egal in welcher Branche es ist derzeit. Und das mit So, Vorsicht.
Der Florian ist auch da. Genau. Ja. Servus, wie geht's euch? Schön, dass du es geschafft hast, Florian. Ich habe schon hier im Chat... Natürlich etwas verspätet. Ich hatte auf 200 Kilometer 4 Staus und 3 Unfälle, also 7 Unfälle. Bemerkenswerte Vollmondphase, anscheinend auch in den Märkten in den letzten Tagen. Ich bringe mich jetzt einfach ein und lasse euch weiterreden. Ihr fragt mich, was am allerbesten. Ja, genau. Also... Wie gesagt, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben oder die gewartet haben, hier ist Florian Horm. Ich hatte ja schon angekündigt, er hatte eine Autopanne. Und der eine oder andere im Chat hat gezweifelt, ob ich jetzt nur Witze mache oder ob Florian Horm wirklich kommt. Aber da ist er. Es war kein Clickbait, wie mir ja schon unterstellt wurde. Ja, Florian, toll, dass du es geschafft hast, trotz der Schwierigkeiten. Ich würde dir gerne eine Frage stellen, die ich auch dem Gerald ganz am Anfang gestellt habe. Ich hatte den Gerald gefragt, ist das ein Börsenbeben, ein Börsenabsturz, was wir jetzt in den letzten Tagen sehen, wie jedes andere auch? Die kommen ja regelmäßig vor, alle paar Jahre geht es ja mal an den Börsen runter. Oder hat das diesmal eine andere Qualität? Ganz andere Qualität. Fangen wir mit Kryptos an. Kapitalisierung von Kryptos von ungefähr 3,1 Billionen, deutlich unter jetzt einer Billion seit heute, also über 2/3. Goldman Sachs, Index der Unternehmen, die noch keine Gewinne machen, minus 75% Stand heute. Wir haben gleichzeitig natürlich eine gewisse ideologische Belastung durch Sonderausgaben im Militär und natürlich auch bei der Umwelt. Und wir stecken natürlich in einer eklatanten Phase bei den Entwicklungsländern. Das hatte ich heute auch kommentiert, gestern auch kommentiert. 70 Länder sind gefährdet, 12 stecken chronischen Zahlungsschwierigkeiten. Sri Lanka sind die Schotten dicht. Also die Gesamtkonstellation, also ich nenne das negative systematische Konvergenzen, also Sachen, die sich potenzieren können. Das ist sportlich der einzige wesentliche Index, der noch nicht 20% gefallen ist, aber es fehlen noch 2,5%. Das ist der Dow Jones, alles andere ist im Crash-Territorium. Die Frage, die sich hier stellt, war es das oder ist das hohe Nervosität? Abschließend möchte ich sagen, wir haben jetzt in 5 Jahren 2 fette Crashs erlebt und eine tiefe Korrektur im 4. Quartal 2018. In dieser Dichte kenne ich das nicht. Mit entsprechenden Bärenrallys zwar verbunden, aber auch ein Paradigmenwechsel in der Technologie dazu, kommend Redundanzen und eine demografische Veränderung, eine wirklich vergreiste Bevölkerung in Europa, ziemlich alt werdend in China und auch in den USA. Das ist ein fetter Mix. Und wir haben abschließend, dann ist mein Monolog zu Ende, ihr Lieben, abschließend haben wir natürlich einen verzerrten Zinsmarkt. Die Zinsen stehen über 7% unter der Inflation. Normalerweise stehen sie an der Inflation oder 1-2% drüber. Wir haben ein komplett manipuliertes Marktumfeld durch fiskalische und monetäre Maßnahmen. In dieser Summe, meine guten Buddies, Gerald kenne ich wirklich, ich glaube schon 15, 17 Jahre, kann ich schon sagen, ist das schon sehr besonders, ja. Das heißt, es wird jetzt eher, wir hatten jetzt jahrzehntelang Bullenmarkt, das heißt, es steht jetzt eher ein längerer Bärenmarkt also bevor. Immer nur Wahrscheinlichkeiten. Es gibt 10 einschlägige Faktoren, habe ich in meinen Videos und in unserem Börsenbrief schon ausgeführt, warum die Unternehmensgewinne sich so unvorstellbar gut entwickelt haben. Auch die Margenausweitung seit 4 Jahrzehnten hat zu höheren Börsenkursen geführt. Die sind in einer bipolaren oder multipolaren, nicht mehr ganz so globalen Wirtschaftslage natürlich auch geführt. Und deswegen bin ich fest der Meinung, dass die Story noch nicht vorbei ist. Wir haben tatsächlich fundamentale Situationen, die ganz anders sind, gänzlich anders auch nicht. Eine ähnliche Entwicklung gab es 1929 schon mit Protektionismus und Insourcing, nicht dem Pareto-Prinzip, dass jeder das macht, was er am besten kann. Und dann gibt es noch 20 weitere Faktoren, die inhärente mathematische Risiken darstellen, Potenzierungsfraktalrisiken eventuell. Das wäre ein Angriff der Ukraine auf strategische Ziele in Russland. Das würde vielleicht zu einem Armageddon führen und noch mehr
Problemen oder vielleicht nutzen die Chinesen, es gibt ja absolut Kriegsspiele gerade in Taiwan. Wie wäre es mit einer Blockade Taiwans? Das ist ja nicht aggressiv, es ist restriktiv, es wäre sanktionär. Würde der Westen dann auch noch China sanktionieren und sich praktisch selber damit abschaffen, ja, weil wir so angewiesen sind? Also diese Faktoren, und es gibt da 20, 10, die Gewinne erklären und den Trendwechsel. Und bei den 20, da gibt es die tiefen, schweren Themen, die zweite Reihe, die nicht so wichtig ist, und die dritte Reihe hat Potenz. Wenn Kenneth Rogoff sagt, er hat die Hosen gestrichen, voll einer der besten Volksökonomen, und JP Diamond sagt, unsere Bank wird darauf auf Chaos und Krise vorbereitet, dann ist das auch nicht eine Verschwörungstheorie, sondern es steckt auch relativ tief in klugen Köpfen im Establishment, also diese Markt. Also Florian, ich bin nicht so pessimistisch wie du. Ich habe es ja vorher gesagt, ich habe vorher den Leuten gesagt, die Zentralbank, die Fed, fährt mit einem Auto ohne Allrad auf einer eisigen Autobahn und rechts und links sind zwei Abgründe. Der linke Abgrund ist, dass die Finanzmärkte und die Wirtschaft kollabieren, weil die Zinserhöhungen das abwürgen. Und ja. Rechts ist, dass die Inflation im Euro und im Dollar auf 30-40% geht, wenn man weiter Geld druckt. Und dann gibt es noch von oben die Gefahr des Blitzeinschlags oder des Tornados, wenn ein Krieg kommt. Das ist so, kann man es bildlich beschreiben. Ich glaube, so weit, ganz weit auseinander ist das nicht, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Optimismus finde, den du hast, aber es gibt immer Nischen, das würde ich sagen. Nein, sag mal so, die Autobahn ist ein bisschen breit, ja, und die Fed ist nicht so unfähig wie 1929. Das heißt, du hast zumindest einen geübten Fahrer. Aber natürlich, wenn jetzt ein Krieg kommt, also wenn ein Tornado kommt, kann er nichts machen, dann fliegt das Auto herum. Und auch auf einer eisigen Autobahn kann man halt ausrutschen. Das ist inhärent. Also das würde sinnbildlich für mich bedeuten, Gerald, dass man vielleicht etwas ruhiger fährt. Nicht aus der Hüfte schießt, nicht zu früh nachkauft, sehr überlegt an die Sachen geht. Wir hatten letztes Mal einen kleinen E-Mail-Austausch über die Harvard Universität, über den Trust Fund der Harvard-Universität, die sind sehr, sagen wir mal, total return orientiert, 60% grob, und kommen damit ganz gut durch. Long only ist es aber schwierig, weil in einer Inflation oder einer Stagflation, da kann man mit 80% der Investitionen an der Börse keine realen Gewinne, sondern erwirtschaftet reale Verluste in solchen Phasen. Und das absolute Horrorszenario ist Rezession und Inflation. Das scheint sich beides. Nein, noch ein schlimmeres, Florian. Ja? Rezession, ja? Und Deflation. Der deflationäre Schock ist nicht ganz ausgeschlossen, wenn die Finanzmärkte richtig in die Scheiße greifen. Ja, das ist ja wirklich noch die Steigerung. Also das ist noch deutlich gefährlicher. Tja. Der Punkt ist, solange du Mangelwirtschaft hast, ja, geht es den Konzernen relativ gut. Ja? Solange Nachfrage erhalten bleibt. Und wenn das wegfällt, dann wird es gefährlich. Und dann ist die Frage, wird die Fed wieder sagen, okay, das wird uns zu heiß, wir nehmen die Inflation in Kauf und drucken Geld, wie es China gemacht hat, fairerweise. China hat ja das Beispiel, oder ist der Herr Powell der neue Herr Volcker und sagt, ich da drauf los. Und das ist etwas, was vermutlich die Fed auch noch nicht weiß. Und die Frau Lagarde wird wieder Dackel da hinten herlaufen. Die Frage stellt sich, ob mit dieser wunderbaren Dummsinnsthese, die Inflation ist temporär, das ist ja schon ein alter Hut mittlerweile, komplette Glaubwürdigkeit verloren, und dass man über 8% die Inflation, die erste Zinserhöhung macht, das hätte bei der Deutschen Bundesbank zu einem Volksaufstand geführt. Florian Hamm, vielleicht hast du die mathematische, dass temporär alles außer unendlich ist. Vielleicht haben Sie das mathematisch so gesehen, dass temporär alles außer unendlich ist. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe mal mit einem Zentralbanker einen Talk gehabt und ich habe gesagt, ja, aber die Inflation ist ja damals schon 6 oder 7% gewesen. Und Fakt ist, vermutlich, nein, sie ist bei 3%. Und unser Warenkorb ist richtig und bla, 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 bla. Ja, also, das nennt man eine kognitive Verzierung mit einem ordentlichen Schuss Narzissmus. Also kognitiv verzerrt, kommt in die Zahlen nicht ganz klar. Und narzisstisch, man hat immer recht und hat noch nie einen Fehler begangen. Das ist wobei, bei,
man mit in inflationären Phasen durchaus auch, kombiniert mit Mangelwirtschaft, durchaus mit manchen Assets auch ganz gut fährt. Sicherlich mit Monopolbetrieben bei Aktien oder Oligopolbetrieben, genauso wie mit manchen Immobilien, wenn man sich sehr gut auskennt. Also es ist nicht notwendigerweise, diese Phase ist für Anleger nicht notwendigerweise zwingend schlecht. Oder auch eben mit Long-Short-Strategien und Ähnlichem. Ja, genau. Also man muss einfach dramatisch umdenken und nicht dieselben Muster fahren, die zwischen 1982 und 2021 bis zum letzten Jahr so gut, relativ gut funktioniert haben, sogar sensationell gut funktioniert haben. Man muss sich einfach einem anderen Klima anpassen mit, und das wieder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ich hatte ein Gespräch mit einem extrem guten Prognostiker in den letzten Tagen, das werden wir veröffentlichen. Der lag bei Inflation, Aktienkursen, Rohstoffkursen und selbst Kryptowährungen in einem Video Gold richtig im November. Und aus einer extrem krassen Überlegung, wenn die Wirtschaft schrumpft, wenn Inflation bleibt, wenn wir externe Krisen haben, dann geht der in sogenannte Güter, die eine inelastische Nachfrage haben. Also die Nachfrage ist einfach da, ja, also wie Wasser vielleicht, ja, oder Zigaretten. Nahrungsmittel. Ja, Zigaretten überraschenderweise auch, der Konsum von Zigaretten, Alkohol geht in Krisen hoch, aber beim Alkohol ist es so, die liefern halt wahnsinnig viel auch an Gaststätten, wenn dann Lockdown kommt, wäre das nicht so gut, aber Leute rauchen gern zu Hause, alles Mögliche. Also das heißt, vielleicht ist das der Punkt, wo man Geld verdient, indem man mit einigen Vermögensklassen wenig verliert oder gar nichts und mit anderen auf Short-Basis sehr viel verdient. Wir konnten in dieser Krise 2% Gewinn machen, in den vorherigen, in der Corona-Crash 50% plus und in dem anderen im Quartal 4/18 ungefähr 7. Also, dass das geht. Ich bin ein bisschen spät dazugekommen. Vielleicht ist die Frage noch schon gestellt worden. Ich hörte das noch von dir, Gerald, was bei Immobilien überhaupt in allen Vermögensklassen allerhöchste Qualität gefragt ist. Siehst du in dem Umfeld noch extreme Nischen oder wirklich glasklare Nischen bei den Immobilienwerten? Naja, also es wird auch dort eine Neubewertung geben. Die Immobilienmärkte werden sich dem nicht ausschließen können. Das heißt, es werden die Preise korrigieren nach unten und je nach Lage aber sehr unterschiedlich, weil Immobilien sind etwas komplexer. Du hast mehrere Faktoren. Ja, und ich gebe ein Beispiel. 2008 in Amerika war es eine Immobilienkrise unter anderem. Ja? Mhm. Und da sind reihenweise Bauträger, Entwickler, hochgeleveragte Bestandshalter alle pleite gegangen. Aber 2009, 2010 ja, haben sich die, die es überlebt haben, Berge von Champagner gekauft und gefeiert, weil plötzlich, weil die Banken keine Eigenheime mehr finanziert haben, ja, sind die Mieten um 60% gestiegen und gleichzeitig sind auch die Zinsen gefallen, also die haben Ostern, Weihnachten und Nikolo zusammen gehabt. Und jetzt ist folgende Situation. Was ist Plus für Immobilien? Ist Inflation, Mieten steigen und der Preis steigt dadurch. Und das Zweite ist Zuwanderung durch Konflikte, Nahrungsmittelkrisen, Emerging Markets, die pleite gehen, die Leute kommen her und wir wollen keine Zeltstädte, in Europa gehen Zeltstände aufgrund des Klimas nicht, steigt die Nachfrage nach Wohnraum und die Leute müssen wo leben. Also das ist positiv. Für selektive Bestandshalter kann es positiv sein, wenn die Banken keine Eigenheime mehr finanzieren oder nur zu sehr restriktiven Konditionen und wenn die Bauwirtschaft implodiert und weniger gebaut wird, weil dann wird der Bestand mehr wert, zwangsläufig, wenn weniger Angebot am Markt kommt. Was negativ spricht, sind natürlich Zinserhöhungen, politische Regulierungen, energetische Sanierung und auch Wetterextreme. Klar. Deswegen hängt es bei Immobilien sehr, sehr davon ab, wo man kauft. Das heißt beispielsweise in C- und D-Lagen ist irgendwie klar, dort werden die Betriebskosten und die energetischen Instandhaltungskosten die Miete auffressen, die werden Makulatur, also Dreck kaufen irgendwo in Ostdeutschland, da werden viele Leute auf die Fresse hauen oder irgendwo im Ruhrgebiet in sehr schlechten Lagen. Nicht alles ist dort übrigens schlecht. Ja. In Triple-E-Lagen sehe ich die Gefahr, einerseits sind die Preise noch zu hoch und in sehr guten Lagen, dass dort die Politik einschreitet. Dort ist eher dort die Gefahr. Aber so in soliden B-Lagen, so kleine hässliche Löcher, wie ich sie beschreibe, idealerweise energetisch saniert. Wenn dann ein Notverkauf kommt, muss man schnappi bereithalten. Und es wird in solchen Situationen viele Fälle geben, wo Leute Geld brauchen und wo man dann wieder zu vernünftigen Konditionen in manchen Städten Immobilien kaufen kann. Und so B-Städte, Lübeck, Kiel beispielsweise, Bielefeld, wer sagt, ich fahre nach Bielefeld auf Urlaub,
greift dich jemand Kopf. Was machst du dort? Aber die sind langweilig, die haben teilweise relativ viele Zukunftsjobs und da gibt es kaum ein Angebot an Mietwohnungen, jetzt schon. Und das würde natürlich bedeuten, wenn man da zu vernünftigen Konditionen kaufen kann und sich die Zinsen dann absichert für 10 Jahre, dass man auch ein gutes Geschäft macht und dass man auch langfristig, da das doch ein hartes Asset ist, der Inflation ein Schnippchen schlägt, auch durch die Schulden. Verstehe. Also es ist etwas komplexer, die Immobilienfrage. Ja, das darf man nicht vereinfachen. Und es werden viele auf die Fresse fliegen, weil es gibt 2 Regeln heute. Liquidität rules, ja, und Overleverage kills. Genau, genau. Gutes Stichwort, René. Florian, könnten Dividendenaktien jetzt eine gute Strategie sein, um so ein bisschen durch diese unruhigen Jahre zu kommen, die du da vor dir liegen hast? Das ist eine saugute Frage. Die Dividende muss halt gut abgedeckt sein durch den Cashflow. Also Firmen, die ihren ganzen Cashflow als Dividende raushauen, die werden sich schwer tun, die Dividende zu halten in einer Rezession oder einer Inflation, wenn sie die Preise, die sie mehr zahlen, nicht locker weitergeben können. Also das heißt, ihr Dividendenwerte wohl möglich, das gibt es tatsächlich weltweit, Versorger mit steigenden Marktanteilen und Pricing Power in der Monopolsituation. Wir haben schon seit längerer Zeit ein Basket von Tabakaktien. Es ist, da ist die Dividende nie gekürzt worden bei den dreien. Und die Rendite liegt bei 10-11%, ist auch steigerungsfähig in einigen Fällen. Aber nur hohe Dividenden kaufen, die Unternehmen, die das nicht halten können, die kürzen ihre Dividende, lassen sie ausfallen, dann fällt der Kurs 50%. Also da achten wir sehr drauf. Wer überstrapaziert ist bei den Dividenden, und das sind wiederum die Short-Kandidaten, die unterstrapaziert mit viel Möglichkeit, Dividende und stabil zu halten und zu erhöhen, das sind die Longs. Aber nehmen wir es mal an. Eine Deutsche Telekom zum Beispiel, Florian. Ja? Die Deutsche Telekom hat ja auch maßlos hohe Schulden. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, werden die auch Probleme kriegen, die Dividende zu zahlen, weil dann müssen sie die Kredite zahlen. Die haben ein paar hundert Milliarden Schulden. Da hast du komplett recht. Das ist ein ungesunder Mix, eine auch überstrapazierte Bilanz. Leider müssen die Schulden zurückgezahlt werden in der freien Wirtschaft oder sie müssen gut bedient werden. Na klar, es laufen da viele Dividendentitel rum, die den Titel nicht richtig verdienen in der Krise. Ja. Nur mal kurz hier eingefügt, weil du die Tabakaktien ansprachst, hier einfach mal nur so als Beispiel, British American Tobacco hat sich eigentlich ziemlich gut gehalten, jetzt auch im letzten Monat, auf Monatssicht nur ein Minus von 0,83%. Also das sind ja solche, passe ich an, dass halt Tabakaktien oder halt starke Dividendenzahler mit starke Dividendenaktien mit der inelastischen Nachfrage, wie zum Beispiel Tabak oder auch andere Beispiele. Florian, da bist du der beste Beweis dafür. Du bist der beste Beweis dafür, muss man schon sagen. Ja. Du bist der neue Helmut Schmidt. Das ist nur der Beweis meiner Stupidität. Das kostet viel Geld und schadet. Also das muss ich auch dazu fügen. Ich kann dir zugeben, dass ich etwas dumm bin, ja. Ich hatte auch da nochmal deine Meinung zu, Florian, zu dem Thema, hatte ich auch schon vorher mit Gerhard kurz diskutiert. Meine Frage war, wie jetzt der Staat oder wie sich jetzt die Rolle des Staates verändern wird. Der Staat ist ja schon seit der Corona-Pandemie eigentlich auf dem Vormarsch mit Eingriffen, mit Hilfen in die Wirtschaft. Jetzt haben wir halt die Inflation gehabt, da hat er schon eingegriffen, von wegen Tankrabatt etc. Und Gerhard war der Meinung, dass wir auf dem Weg in den Staatskapitalismus sind. Stimmst du dem zu oder siehst du das anders? Definitiv. Staats- und Monopolkapitalismus ist sehr wahrscheinlich nach Grundlage des Weltwirtschaftsforums und der ESG-Thematik, kann man ja noch die Umwelt reinpacken. Staatsquote erhöht über die letzten Jahrzehnte von 30 jetzt dieses Jahr Richtung 60%. Das ist statistisch so unerträglich wie eine Verschuldung zur Wirtschaftsleistung von über 100%. Das ist weltweit so mittlerweile. Amerika 150%, sauber bei uns gerechnet. Auch viel höher als die ausgewiesenen 80%. Es ist einfach eine Umverteilung im Sterntitel. Der letzten Woche hieß es ja, dass man die Reichen jetzt dringend zur Kasse bitten muss mit der höchsten Abgabenlast weltweit. Ist das überstrapaziert, der Staat
über seinen Verhältnissen lebt, muss er, um seine Mannschaften zu bezahlen, an die Vermögen, deswegen das Europäische Vermögensregister. Ich glaube, einer Sache können wir uns in diesem Talk hundertprozentig sicher sein, dass mehr Staat weniger Freiheit bedeutet und natürlich auch viel weniger Wirtschaftsdynamik. Und das ist einer der dunklen, dunklen Faktoren in jedem Rechenmodell. Du sagtest ja auch in unserem letzten Gespräch, dass du so etwas wie einen Lastenausgleich für möglich hältst. Also nach Umfragen ergaben sich 72% der Befragten dafür, dass die Reichen die Last der Corona und jetzt auch der Sanktionsschäden und der Stellvertreterkriege zu zahlen haben. Man sollte sich aber mal hinterfragen, ob all diese Maßnahmen wirklich unwahrscheinlich viel Sinn ergeben, ob sie perfekt gemanagt worden sind. Aber das ist für einen anderen Tag das Thema. Bringt uns nicht weiter. Deswegen muss man sich mit Steuern auskennen, weil eines, was schon der Fall ist, ich meine, jedes System, hat man auch bei Corona gesehen, hat natürlich auch Möglichkeiten der Optimierung und gerade das deutsche und das österreichische Steuerrecht und auch andere Steuersysteme bieten natürlich diverseste Möglichkeiten, seine Steuerlast zu reduzieren. Das ist ja zum Beispiel auch ein Vorteil von Immobilien, wenn man sich damit entsprechend sehr gut auskennt. Ja, es gibt Möglichkeiten. Wenn du einen Kommunismus hast. Es gibt 17 praktikable, einige dieser Möglichkeiten sind schon, das Fenster ist schon geschlossen worden, aber es gibt 17 Möglichkeiten. Wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, dass Deutschland für Wissende und Vermögende Steueroasen Qualität hat. Das ist ein relativ hoher buchhalterischer Anspruch, aber es ist kein Geheimnis mehr. Ganz klar, also der Vermögensschutz ist gerade. Wird wahrscheinlich, wir haben jetzt, der durchschnittliche Retail-Investor laut Bloomberg hat ungefähr 37% Verlust gemacht, muss über 50% verdienen, um wieder heile zu werden. Aber wenn es in den Lastenausgleich gibt, in die schon mal durchgeführten Zwangshypotheken, 8 Pleiten im großdeutschen Raum seit 1800, ja, dann sollte man sein Vermögen schützen. Wir werden da auch 3-4 Talks machen mit Experten, weil das wird immer wichtiger und immer wahrscheinlicher. Auch mit Herrn Lindner in der Koalition würde ich das nicht gänzlich ausschließen. Er hat auch schon anderen Sachen seine Position gewechselt. Also wie gesagt, bei den Sachen widerspreche ich da etwas. Ich glaube zwar, dass die staatlichen Raubzüge tendenziell zunehmen, aber mit der Ausnahme, dass wir keinen Kommunismus, also keinen Linksextremismus oder Rechtsextremismus in den Regierungen haben, also dass die praktisch eine Mehrheit haben wie Rot-Rot-Grün oder sowas, ja, die groben Dummheiten bleiben aus, weil sonst kollabieren die Banken und auch die Märkte. Ja, da gibt es gewisse Einschränkungen. Gerald, das ist ein toller sachlicher Blick auf die Dinge, das ist richtig, sehe ich aber ähnlich, weil es ist phasentechnisch. Ja. Es reicht ja schon eine Verschärfung der Wegzugsteuer, es reicht ja schon eine höhere CO2-Steuer. Wenn man mal auf die Tickets, das 9-Euro-Ticket schaut, dann sollte man sich mal die erste Klasse anschauen im Zug, was mit den Preisen passiert. Das ist so eine Cross-Subvention. Also diese schleichenden Geschichten, auch die Enteignung durch Negativzinsen laut DZ-Bank, über 600 Milliarden mittlerweile, also Zinsverluste, die können das schon relativ elegant machen. Ja, aber die größte Enteignung ist die Inflation. Die größte Enteignung ist die Inflation. Die ist die schärfste Enteignung. Und die schleichendste, die niemand versteht. Unser Steuer, also genau, ich erkläre es in 30 Sekunden. Du verdienst 40.000 im Jahr. Dein Steuersatz ist, Abgabenlast ist 40%. Die Inflation zieht innerhalb von 2 oder 3 Jahren dein Gehalt auf 60.000, das 20.000. Aber deine Steuerlast ist jetzt 50-60%. Selbst wenn du die Inflation gezahlt bekommst, verschmilzt dein Vermögen, dein zusätzlicher Ertrag um die Hälfte. Kurz nachschauen, Finanzrepression, kalte Progression. Das sind so die Stichwörter. Es ist leicht zu verstehen. Wir haben die Pflicht, René, Gerald und ich, dass wir hier aufklären
Und das sind einfache Begriffe und sind keine schwarze Magie. Und alles, was du dann hast an Cash und Anleihen und Lebensversicherungen, damit kannst du dann noch ein Drittel kaufen. Also wenn du vorher S-Klasse kaufen konntest, kannst du nachher noch eine A-Klasse oder vielleicht dann Dacia kaufen, je nachdem. Und wenn du vorher drei Maß beim Oktoberfest getrunken hast und den Rausch angesoffen hast, musst du schauen, dass du schlank wirst und gesund wirst, weil dann wirst du gesünder, weil dann kannst du nur eines dir kaufen. Oder vielleicht nur mal ein neues Maß mit 0,8 Liter. Gerald, wir wollen nicht so lästern, das ist alles fantastisch. Wenn nicht so viel produziert wird und konsumiert wird, dann ist das bestimmt förderlich für die Umwelt. Ja, na, wie gesagt, ich habe noch eine ganz andere Theorie und deswegen bin ich auch bullischer als du auf Kryptowährungen. Auch wenn du... Sie werden kurzfristig einen ordentlichen Duscher machen, wie es 2000 im Internet war. Da waren auch viele Firmen in Pleite gegangen, alles, aber wir haben es überlebt. Und das Ganze sind heute Weltkonzerne. Ja. Und ich sehe das Ganze, dass dieses sogenannte Web 3.0 oder das Metaverse, werden immer mehr Leute in diesem Metaverse leben. Ja. Und das wird ungefähr so ausschauen. Die meisten Leute werden sich nicht mehr leisten können, nach Miami zu fliegen. Wird es auch Restriktionen geben, Covid und Test und Flight Shame und das Flugticket wird viel kosten. Es werden viele nach Miami kommen. Ja, jetzt kannst du aber in ein virtuelles Miami kommen. Und im virtuellen Miami ist lustig, weil im virtuellen Miami kannst du Dinge machen, die du im realen Miami nicht machen kannst. Du kannst das, weil wir jetzt einen Ferrari mieten, den musst du nicht bezahlen, einen virtuellen Ferrari. Ja, aber da kannst du der Polizei davor fahren, da kriegst du noch Punkte. Da stehst nicht am 195 im Stau. Ja, und wenn es 30 Meilen so schnell war, es kommt der Arrestwagen. Ja, du kannst auch virtuelle Sneakers kaufen. Und das Beste daran, jetzt bist du ein 60-jähriger fetter Mann. Ja, und auch mit einer schwarzen Amex wirst du nicht ein 20-jähriger cooler Typ. Ja, daneben kommt eine 50-jährige Milf, ja, die auch dick und fett ist, die wird auch kein 19-jähriges Mädel mehr. Schwuppdiwupp, gegen ausreichende Bezahlung, ja, in Kryptowährung oder harte Währung, ja, wandelst du dich dann in einen 20-jährigen Jungen, einen 19-jährigen Mädel und triffst dich dann im virtuellen Miami auf einen Drink oder vielleicht auf ein Date, ja, und gleichzeitig, das erfüllt alle Herausforderungen, die auch in Davos gesagt wurden. Die Firmen werden mehr Geld verdienen, weil virtuelle Produkte haben weniger Herstellungskosten, ein virtueller Sneaker, ein virtuelle Rolex, ein virtuelles Auto kostet weniger, ja, als ein reales zu produzieren. Es wird die Umwelt weniger verpestet, gibt keine Emissionen, keine Transportmodelle und ähnliches. Ja. Und es wird sich hier eine virtuelle Ökonomie entwickeln, wo dann die Leute sehr viel Zeit dort investieren. Und dann wird Zeit bedeutet auch Marketing-Power, Zeit bedeutet, dass die Leute dort Geld ausgeben. Und der Weg dorthin ist bereits gepflastert und der wird passieren. Und es wird also noch Leute geben, die ins reale Miami fliegen, so wie ich. Aber auch die werden in diesem Metaverse tätig sein, sowohl als Landlord, als Besitzer von Immobilien, als Besitzer von Sneakers, als Besitzer von Autos, die ich dann vermiete. Und so schätze ich, wird in 5 bis 10 Jahren die Zukunft ausschauen. Also das ist eine coole Ansage. Non-Fungible Tokens ist ja schon bei 50 Milliarden im Markt. Wir haben einen Wert, der dem gut entspricht. Den möchte ich aber hier nicht erwähnen in unserem Portfolio. Und das ist... unter anderem nicht Facebook, Metaverse. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen einer gravierenden Veränderung, wenn ich mich in Scheinwelten bewege, die Long sein müsste und dann Short die reale Welt. Das spricht ein bisschen für Flucht, Verdrängung und Überlebung, aber es ist fast so wie Tabak und Alkohol. Ich bilde mir viel ein, ich stehe nicht mit meinen Füßen auf dem Boden, aber es ist sicherlich ein Faktor in einer multidiversen, wirtschaftlich schwachen und gespaltenen Gesellschaft. Dann werden viele die Flucht als Lösung sehen und das ist sicherlich sehr gut ausgedacht von Mark Zuckerberg. Realität, das kostet was. Metaverse ist trotzdem wahnsinnig immer noch abhängig von Werbeeinnahmen. Und das tut eine Rezession weh, wie man das dann kalibriert, wann der richtige Zeitpunkt ist, welche Werte. Ich glaube, da ist viel zu verdienen, Gerald, das teile ich mit dir. Aber lass doch mal so richtig die Aufgabe an den Märkten sehen. Wir haben jetzt den zweiten Tag hintereinander mit 3% Verlust, so grob. Und wenn, ich sage hier immer so ein Barometer, den ich sehr gerne habe, das Verhältnis von den gehebelten Investmentprodukten zu den inversen ETFs um der Spitze, also die auf fallende Kurse setzen. In der Spitze war das irgendwie 5-6:1, jetzt sind wir so bei 3,2 und so bei 1,6, 1,7 ist das Verhältnis dann so relativ gesund. Da gibt es genauso viele Skeptiker. Also whatever, ja. Wir werden nicht reich, indem wir uns über die Markt,
Richtung unterhalten. Wir werden sicherlich auch unsere Follower werden auch sicherlich vermögender, wenn sie das investieren lernen und sich mit den Chancen, aber noch etwas mehr mit den Risiken beschäftigen. Ja. Beides. Schau, also du brauchst gutes Risikomanagement, aber du darfst auch die Chancen nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, das Metaverse musst du erlernen. Ich meine, ich zum Beispiel, wir haben jetzt auch so virtuelle Sneakers, jetzt gehe ich, jetzt verdiene ich da mal Geld. Natürlich dauert das jetzt alles, wie die Märkte scheiße sind. Aber es ist mal ein lustiges Spiel und man lernt halt so, wie die Dinge dort funktionieren. Und wenn man da rechtzeitig dabei ist, ja, dann kann man vielleicht auch damit viel Geld verdienen. Also das ist schon auch das riesige Ertragsverhältnis bei einigen dieser Dinge ist nicht blöd. Ja, nein, natürlich, nein. Jetzt würde ich jetzt niemals sagen, verkaufe ein Stück Gold oder verkaufe gar eine gute Immobilie, ja, oder gute Aktie, um sowas zu kaufen. Niemals auf der Welt, ja. Aber auf der anderen Seite sollte man auch diese jetzt vielleicht Marktkrise oder vielleicht fällt es noch weiter, ja, kann durchaus sein, nutzen, um vielleicht auch hier ein wenig Fuß zu fassen und sich vielleicht in eine Welt einzukaufen, die in 10 Jahren vielleicht sehr dominant sein könnte. Und das auch zu erlernen. Ja, du, generell gilt, dass teilweise sehr, sehr, sehr große Vermögen in außerordentlichen Krisen entstehen. Man darf sich halt nicht vorher verzockt haben. Und dann kann man sehr getrost sich diese Landschaft ohne Schlafmangel anschauen und dann sich die attraktivsten Anlageklassen aussuchen oder auch Industrien, Unternehmungen. Und das passiert halt nicht, wenn man etwas Portfolioabsicherung hat oder meint, man muss in einem Tag reich werden oder in einem Jahr Millionär. Das ist das spüren die meisten gerade, dass das nicht gut geklappt hat. Ist eine lange Zeit gut gelaufen, aber das richtige Geld wird dann verdient, laut Rothschild, wenn das Blut in den Straßen fließt, dann sind die Chance-Risiko-Verhältnisse fantastisch. Ob wir da hinkommen, weiß ich nicht, aber es gibt schon so, so einen Begriff in Englisch, Bottom-Fishing, also ich angel ganz unten am Meer, ja, über dem Schlamm so ein bisschen. Das trifft schon teilweise zu, ja. Ja, aber die Zeiten, ich sage mal immer, ich habe schon was bereit, nämlich das Schnappi. Wenn so ein Lied geht, ist das Lied. Warte sofort. Ja, das passt richtig gut hinein. Warte sofort. Ja, ja, Schnischner Schnappi, ne? Das war. Schnappi, der Schnappi, warte schon, das kleine Krokodil. Ja, ja, ich erinnere dir das Lied, ja. Das wartet nämlich darauf, günstige Immobilien und günstige Aktien und günstige Kryptowährungen zu kaufen. Und ein paar Goldbahnen können natürlich auch ins Portfolio, ja? Also ja, genau, das wäre jetzt so der Punkt, worauf ich nochmal hinaus war, näher darauf eingehen wollte, weil ihr habt das immer so ein bisschen schon mal angerissen, aber vielleicht ja. Können wir es nochmal so ein bisschen strukturierter machen. Was ist jetzt die beste Strategie für mich als Anleger, Florian? Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Okay, also gehen wir davon aus, dass wir im Schnitt in verschiedenen Anlageklassen 30% verloren haben. Brauchen 42%, um das wieder einzuholen. Hallo? Hast du Gold oder Silber und so weiter? Dann hättest du wahrscheinlich nur, wenn du es saudoof gekauft hättest, einen Verlust von 3, 4, 5, 6%. Wenn du Tabakaktien gehabt hättest, hättest du keine Verluste gemacht, hättest fette Dividenden eingestrichen. Das gilt auch für gut bilanzierte Versorger. Also wenn du jetzt welchem Camp bist du? Bist du im Winner Camp, die durch diese Krise 2-3% vorne liegen, oder bist du im normalen Camp, die 30% verloren haben, oder bist du im Theme und Meme Camp, die haben rein Crypto Camp, die haben 60% verloren. Deswegen kann ich die Frage nicht ganz genau beantworten, René. Aber ich würde generell sagen, erste Regel: Verstehe dieses Umfeld. Und jetzt mache ich kurz Eigenwerbung. Die Prinzipien des Wohlstands, da steht es drin. Zweite Regel ist, selbstverständlich, wenn ich nicht schon komplett massakriert bin, mein Portfolio komplett miserabel aussieht, dann stehe ich dazu, dass man erstklassig investieren sollte in dieser Phase, weil es kann noch deutlich runtergehen. Das wird in vielen Fällen Totalverlust bedeuten. Allerhöchste Qualität
ob das Dividendenwerte sind. Ich habe ein Faible für Silbermünzen. Als Zahlungsalternative Silber ist auch recht ordentlich gefallen. Goldmünzen physisch. Ich möchte auch nicht, dass die Firmen pleite gehen oder irgendwelche Fonds, dass ich da rausstürze, die gar keinen Bestand haben. Das andere, was mich natürlich interessiert, wo es richtig gebumst hat. Wir haben auch einige Kernwerte in unserem Portfolio. Die hat es halbiert, war aber nicht schlimm, weil die Shorts weit mehr gefallen sind. Aber was Gerald auch gefällt, also mir gefallen auch gelegentlich Gaming-Aktien. Ja, das ist auch ziemlich virtuell. Wie günstig sind die? Wenn die über die letzten 20 Jahre im Schnitt 20 Mal Gewinn hatten und jetzt nur noch 7, 8, 9, dann finde ich das interessant. Ja, ich kann anfangen zu akkumulieren. Und was ich auf jeden Fall mir überlege, jedes Mal, wenn ich was kaufen will, dann muss ich mir, ich mache mir immer den Gedanken, was ist richtig Schrott? Was wird es wahrscheinlich nicht in 5, 6 Jahren geben? Ja, was ist überstrapaziert? Wenn Gerald von der virtuellen Reisewelt spricht, waren schon oft Short American Airlines. Das ist stark überschuldet, aus meiner Sicht, ja, ein stark überschuldetes Unternehmen. Ich könnte zum Beispiel Metaverse kaufen, relativ günstig, aber die Gewinne könnten dort auch noch einbröckeln, so bei 12, 13 Mal Gewinn. Das war Metaverse schon lange nicht mehr. Es gibt aber noch einen besseren Wert aus dieser Rubrik mit einer inelastischen Nachfrage, ja. Und dann, so stelle ich mein Portfolio auf. Natürlich gehören Rohstoffe zu dieser Phase, meines Erachtens Nahrungswerte gehören dazu. Die muss man haben. Man kann jetzt schlecht ohne Proteine auskommen oder ohne Gemüse oder Früchte. Ja? Oder Brot ist auch ein Markt. Und dieser Mix ergibt ein relativ stabiles Portfolio, das mir erlaubt, dass wenn die Sachen hundsmiserabel fallen und spottbillig sind, dass ich noch agieren kann auf dem Weg nach oben. Und das kann halt auch 1, 2, 3 Jahre dauern, bis es zusammenbröselt. Ich weiß auch nicht genau, ob es das jetzt war. Ich bin kein Hellseher, aber so richtig überzeugt bin ich nicht, dass es das alles schon war. Gerald, was ist deine Meinung? Was ist jetzt die beste Strategie? Also die beste Strategie ist, ich habe schon am Anfang gesagt, also 3 Regeln. Overleverage kills. Wenn du overleverage bist, bitte schau, dass du das möglichst schnell irgendwie wegkriegst. Ja? Das zweite ist, halte ausreichend Liquidität, weil auch die Realwirtschaft, dein Job kann mal weg sein, dein Einkommen kann sinken, also kannst mal fliehen müssen. Also es ist schon, Cash is King. Ja. Und das nächste Thema ist, buy quality assets. Kauf keinen Schrott. Ja? Also bitte bei allen Assets bitte den Schrott mal weglassen, den Dreck. Man isst ja auch keinen Dreck, sondern lieber beim Sternekoch. Man fährt ja auch keinen Dacia, sondern lieber einen Aston Martin oder einen Tesla, wenn man ESG-compliant will. Man fliegt lieber First als Ryanair Economy, aber das sei mal dahingestellt. Und so ist es bei den Assets genauso. Ja? Keine McDonald's. Beim Dreck schimpft der Hund schon. Aber ja, genau. Dann gehört auf jeden Fall ins Portfolio Gold. Ich würde sowohl physisches Gold als auch Goldwertpapier haben, weil physisches Gold hast irgendwann das Thema, dass du das nicht mehr lagern kannst ab einer gewissen Menge. Das ist auch gefährlich, dass es gestohlen wird, ja. Oder muss ich irgendwie vergraben, aber es ist irgendwie schwierig. Ja. Bei kleinen Mengen nicht, aber bei großen schon. Das nächste ist, du solltest auf jeden Fall Liquidität halten. Ja. Dann ist natürlich die Trilogie Liquidität, Immobilien mit Schulden, ja, und nicht zu hoch geleveraged, gute Immobilien mit Schulden, können auch hinein. Aber wie gesagt, nicht jetzt auf Druck kaufen, sondern vielleicht warten, bis die ersten Needy Fix und Flipper und Bauträger auf die Fresse fallen und dann sagen, bitte, bitte, und du bist dann der, sagt, ja, ich kann zahlen. Das ist sicherlich nicht schlecht. Und bitte hier gute B-Lagen und Ähnliches. Ihr wisst, ich referiere darüber bei meinen Webinaren, beim Metongold-Training, bei der Dealmaking Masterclass, wenn euch das interessiert. Dann auf jeden Fall beschleunigte Ansparpläne. Was sind beschleunigte Ansparpläne? Beschleunigte Ansparpläne sind, dass ich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat einen gewissen Vermögenswert kaufe. Also, sagen wir, Apple-Aktie zum Beispiel, ja, ist ein Monopolbetrieb. Ja. Amazon-Aktie ist ein Monopolbetrieb. Ja. Google ist ein Monopol, ich weiß, was sie da ausgeben. Ja. Microsoft ist auch
Und die sind schon relativ einigermaßen, sind einige stark gefallen. Ja? Auch Vonovia wird nicht verschwinden, zum Beispiel. Ja? Und so weiter. Die sind auch nicht höchst geleveraged. Das heißt, Quality Assets, ja, Fraport, der Frankfurter Flughafen, ist ein Monopolbetrieb. Ja? Infrastruktureinrichtung. Kann auch runter mal, aber. Und wenn dann der Kurs unter einen gewissen Level fällt, dann sagst du, ich kaufe in der Woche um 1.000 Euro was ein. Und dann, wenn er da weiter unten ist, kaufe ich um 1.500 oder 2.000 Euro ein. Das würde ich sowohl mit Aktien machen oder ETFs, auch den Nasdaq-Index oder China-Index, der ist auch ordentlich runtergefallen und China wird eine Weltmacht bleiben. Und auch mit einem kleineren Betrag bei Kryptowährungen. Auch die können meiner Meinung nach ins Portfolio. Aber auch wieder nur die guten und kein Dreck. Kann man mit Bitcoin und Ethereum machen. Und der Vorteil ist natürlich, dass du mit Kryptowährungen dich auskennst, was ich auch in meiner Dealmaking Masterclass lehre, durch verschiedene Options- und Future-Strategien, marktneutrale Strategien fährst. Und wenn du dich hier auskennst, kannst du auch sehr viel Geld verdienen. Also fairerweise für die Mehrheit meines Portfolios muss ich euch lachen, weil es betrifft mich überhaupt nicht, was derzeit passiert. Ich lache sogar, weil das könnte noch ein Riesengeschäft, ein Zusatzgeschäft sein. Ein Tradingfehler, der war allerdings teuer, muss ich auch dazu sagen. Ja, da habe ich mich nicht an eine Regel von mir gehalten und habe gleich mal ordentlich auf die Fresse bekommen. Aber im Verhältnis zu den Dingen, die ich durch marktneutrale Strategien gemacht habe, ja, da sitzt ganz relaxed und sagst, chill. Ja. Und ein bisschen was so in Fun-NFT-Geschichten, nur mal nehme es als Lernspiel. Ja. Anstatt dass du in einer Bar gehst, was saufen, machst du ein Lernspiel. Und vielleicht bringt das Lernspiel mal viel Geld. Vielleicht bist du dann ein Sneaker-Landlord, ein digitaler Landlord, ein digitaler Autovermieter, who knows, ja. Aber es ist irgendwie lustig, ja. Und wenn du das so machst, ganz klassisch vom Gold, Cash, Immobilien, aber bitte mit Vorsicht, ja. Gleichzeitig Ansparpläne, beschleunigte Ansparpläne von High-Quality-Assets, die jetzt teilweise auch ordentlich gefallen sind. Ja, weil da, weißt du nicht, an der Markt, vielleicht fällt er noch um 30%. Und dann zusätzlich, wie gesagt, im Kryptobereich auch marktneutrale Strategien und so ein bisschen was zum Spülen, glaube ich, wirst du auch dauerhaft gut fahren. Und ich kann euch nur eines sagen, in solchen Krisen wie jetzt zeigt sich, wer die Kleider anhat und wer nicht. Es wird viele Leute auf die Fresse hauen, aber gleichzeitig, wenn du stark bist und das Flugzeug durch die Turbulenzen fliegen kannst, ja, dann wirst du, kommt wieder die Sonne. Außer wir haben einen großen Krieg, was niemand hofft, ja. Und dann hast du weniger Wettbewerb, kriegst Mitarbeiter, Assets, alles im Ausverkauf und da muss man eigentlich auch Erfolg damit haben. Ja? In diesem Sinne, Gerald, Florian, ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart und hier eure Meinung geteilt habt und uns hier Tipps gegeben habt, wie wir durch die Zeit kommen, durch die schwierige Zeit kommen. Euch allen vielen Dank, dass ihr dabei wart und hier mitgemacht habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Nochmal, Gerald, Florian, vielen Dank. Ich All danke the best. Dir. Ich funny shit wieder mal, Gerald. Alles Gute. Yo. Danke. All the best.